Golfen für den guten Zweck. Unter diesem Motto stand auch heuer wieder die Duo Golf Trophy. Bereits zum 5. Mal durfte man sich hier auf dem Grün duellieren. Ja, der Hintergrund ist einfach der, es gibt doch sehr viele Menschen, die immer wieder oder leider durch das soziale Raster fallen. Und da ist es so, dass wir eigentlich das seit im 5. Jahr jetzt heuer machen, wo wir einfach sagen, wir möchten auch einen Teil unseres Erfolges irgendwie an die Gesellschaft zurückgeben. Und da versuchen wir halt sozial Schwächere zu unterstützen. Bei schönstem Wetter konnten sich an diesem Tag unzählige Teilnehmer der Faszination Golf hingeben. Die Faszination bei mir am Golfspielen liegt einfach runterkommen vom Alltag. Wirklich einmal 4 Stunden, was normalerweise eine Runde dauert, ohne Handy schäbern und gemütliches Beisammensein mit Gleichgesinnten. Die Leidenschaft am Golf ist Sport unter dem freien Himmel und ja, man kann es mit dem Partner spielen und Golf kann man nie kennen. Also jeder kann mit jedem spielen und wer sagt, er kann Golf, der wünscht sich das nur. Das Besondere für mich ist einfach, dass man heute Freunde, Geschäftspartner trifft, sich auf einer anderen Basis einmal austauschen kann und das ist wirklich sehr angenehm. Es ist ein faszinierender Sport, man ist raus in der Natur, wir haben eine Gaude, das gehört auch dazu, muss ich dazu sagen. Manche nehmen es halt ein bisschen ernster, wir sind ein super schöner Flight und das passt perfekt bei uns. Ja. Golf ist bekanntlich ein Spiel mit strenger Etikette. Den einen oder anderen Trick gab es jedoch durchaus, um den Gegner etwas aus der Ruhe zu bringen. Die Gegner, die schauen wir, dass halt bei diesem Angebot, was es da so gibt an manchen Abschlägen, mit herrlichen Getränken, dass die da vielleicht ans Meer trinken. Na klar, wichtig ist, dass du grundsätzlich über die Fehler von seiner Frau reden musst, da wird er immer nervös. Also das ist beim Bernhard ziemlich speziell, aber er hat sich dann meistens noch unter im Griff, aber links und rechts geht er nicht voneinander. Also ich hätte da was mit zum Beispiel, das war meine A-Variante. Oder aus der Konzentration bringen, es geht eigentlich relativ einfach. Einfach reden, wenn er schlägt, dann geht das relativ einfach. Das sage ich jetzt lieber nicht. Gegenfrage, wie bringt man Sie aus der Konzentration beim Golfspielen? Da sage ich jetzt auch lieber nichts drauf. Wir haben ein gutes Team. So schaut es aus. Okay. Ich tanze mit meinem Gegner. Das reicht. Bei allen freundschaftlichen Sticheleien wurde dennoch das eigentliche Ziel nicht aus den Augen verloren und so konnte am Ende des Turniers ein beachtlicher Scheck überreicht werden. Dieses Geld speziell ist für ein Mädchen, für ein 7-jähriges Mädchen, das in ihrer Familiengeschichte Erlebnisse durchgemacht hat, die nicht passend sind für ein Kind. Und wir wollen einfach schauen, dass dieses Kind durch eine Therapie wieder ins Gleichgewicht kommt und so ihren Lebensweg gut fortsetzen kann. Fortsetzen wird sich bestimmt auch die Golf Trophy. Bis dahin heißt's üben, üben, üben.